und herzlich willkommen zur 343. Folge von Space Engineers hier auf Microhazard TV. Ich bin's, euer Ice Dragon, und begrüße euch wieder ganz herzlich zurück von der Brücke der Voyager. Ist zwar noch nicht fertig, aber im Rohbau, sagen wir mal. Also das heißt, ja, ein bisschen weiter als Rohbau. Ein bisschen Deko muss noch rein. Das sieht noch so kalt aus, so leer. Dann mal schauen. Ich bin dabei, Namen zu vergeben für alles Mögliche. Und stelle fest, ich bin nicht sicher, ob ich diese Lampen hier benannt habe im Gang, weil ich da keinen passenden Text für finden kann. Ich habe hier einige Lichtsachen. Deck 1, Brücke oben, Deck 1, Flur, Deck 1, Konferenzraum, dann kommt Deck 3, Gang. Jetzt ist die Frage, ist das alles wirklich Deck 3 oder habe ich da jetzt was falsch benannt? Habe ich offensichtlich nicht, weil die Lampen hier sind noch an. Okay. Ja, ihr seht, Deck 2 taucht gar nicht auf. Deswegen, ansonsten haben wir hier einen Haufen Lichter. Hier könnte ich natürlich auch als Deck 2 noch dazwischen schreiben. Der Ordnung halber. Hier genauso. Einfach nur, damit es einheitlich ist. Im Reaktor lasse ich es mal. Luftschleuse, ja gut, wo die sind, weiß man auch. Ja, so ein paar Sachen. Aber ja, ich stelle fest, dass ich hier für den Gang hier irgendwie keine Namen habe. Das heißt, sie heißen irgendwas mit Cornerlights. Und jetzt guck mal, wie viele Cornerlights hier noch übrig sind, die keinen Namen haben. Jetzt gucken wir mal, ob die hier wirklich dabei sind. Ja, sind sie. Okay, jetzt ist nur die Frage, müssen es eigentlich die letzten sein? Ja. 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 Nein. Oder? Warte, nochmal gucken. Corner. Doch. Die vier hier. Okay. So. Schon identifiziert. Deck 2. Gang. Machen wir ganz allgemein. Hier tun wir nicht stückeln oder so. Es ist einfach alles der Gang. So. Wieder ein paar Lampen gefiltert, die irgendwo hingehören. Ja, wir brauchen natürlich noch mehr Licht. Hier ist noch eine Menge Gang übrig, wo noch kein Licht ist. Von daher müssen wir da mal weiterarbeiten, würde ich sagen. War eben gerade noch im Konferenzraum, habe oben mal ein bisschen noch so ein Dings reingestellt. Wie heißt das? So ein so ein Pflanzteil hier. So ein Gewächshauskasten. Quasi. So, dann sehen wir die Lampen so ein bisschen. Das sind jetzt Eckleuchten. Mit einem Versatz von 2,5, ja, 2,5, dann sind wir mittig im Gang und Intensität mal gleich auf 2 runter, Radius auf 5 vielleicht, und hier machen wir 2,20 rein, haben wir zumindest Licht hier, darum geht's ja. So, erstmal einen Namen geben. Bevor wir wieder vergessen, dass die hier auch noch einen Namen brauchen. So. So. Dann lässt sich später alles leichter kopieren, wenn man da die Namen hat. So, hier hinten das Stockfenster. Zwei, da geht nicht. Also andere Seite. Drei. Vier. Da geht nicht. Andere Seite. Sechs. Okay.
So, dann beleuchten wir mal diesen Gang ein wenig. Und zwar nicht nur mit so einem Funzeln hier, sondern vernünftig. So. Dann haben wir wieder ein paar Eckleuchten. So, Radius 5, Intensität 2, Versatz 2,5. So. Und schon haben wir einen ausgeleuchteten Gang, in dem man ohne Taschenlampe rumlatschen kann. Dahinter ist dunkel, da kriege ich aber keine Lampe rein. Hier kriege ich auch keine Lampe rein, weil alles schräg gebaut ist. So. Jetzt kann man besser dahinter gucken. Also da macht die Lampe Taschenlampe an, dann sieht man wieder schlechter. Aber ja. So. Licht. Genau. Namen wieder. Immer gleich machen, bevor wir es wieder vergessen und dann wieder Lampen suchen müssen. So. Okay, hier ist ein Quartier hinter. Was vermutlich belüftet ist, das müsste jetzt Quartier Nummer 3 sein. Ich tue mal alle Quartiere entlüften. Inklusive das vom Captain. So. Dann kann ich nämlich die Türen problemlos aufmachen. So. Okidoki, gucken wir nochmal. Übergang zum Lager. Ist der Übergang sehr dunkel? Nö. Passt schon. Sehr dünne Decke hier. So. Ah. Auf der Entfernung das Licht da hinten. Ich bin dann schon so weit, dass der da hinten das Licht nicht mehr lädt. Erstmal näher ankommen. Andersrum. Andersrum sehen wir es komplett. Mysteriös. So, machen wir den nächsten Gang auf der anderen Seite hier. So, hier hatten wir da und da. Jetzt machen wir gleich beide Seiten. Dunkel, ich sehe nichts. So. Ich hatte an der Lampe angefangen. Na, die geht nicht. So. Ich überlege gerade, ob es besser aussehen wird, wenn ich die Lampen oben ran mache, aber. Da wäre der Punkt vielleicht ein bisschen zentraler. Wir können das ja hier drüben einfach mal ausprobieren. Ich nehme die Lampe mal nochmal weg hier drüben und dann machen wir das hier mal an der Oberseite. Und dann vergleichen wir das mal. Nehmen die mal nochmal ab hier. Über den Versatz in die Richtung. So. Man kann es nämlich auch trotzdem theoretisch oben machen, aber auch nur theoretisch. Aber an der Deck kriegen wir ja oben wieder nichts ran an der Lampe. Wenn wir das verschieben, hat die Dümmer auch nicht geschweißt, ne? Ne, hat die Dümmer gar keine gesetzt. Gucken wir erstmal. Erstmal gucken. So, 220 Radius 5, Intensität 2, Versatz 2,5. Schauen wir mal.
So sieht's aus, wenn es andersrum ist. Also können wir mal vergleichen. Einmal hier den Gang optisch mit hier dem Gang. Ich glaube, der andere ist besser aus, ne? Der sieht irgendwie so kälter aus. Der hier drüben wirkt irgendwie einladender. Der wird besser ausgeleuchtet als der hier drüben. Na gut, ändern wir es halt wiederum. Machen wir die Lampen nach oben. Was soll's? Nein, nicht den Boden anflexen. Der geht wieder nicht. Also die andere Seite. 3, 5 und andere Seite. 6 und Wart auf der Seite. Die Seite noch. Hier hin. Okay, stellen wir mal noch mal ein. Eckleuchten. Gut, dass er schon bis 118 zählt. Das ist doch toll. So, damit da alle noch mal hier mit einstellen und die Zahlen ein bisschen bewegen. Deswegen so. Versatz 2,5. Okay, so. Hier ist noch alt. Hier werde ich die. Kann ich das bei denen oben ransetzen? Ja, okay. Können wir hier auch nach oben wechseln? So. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen einzeln rangehen. Eckleuchte. So, das müsste die 122 sein. Nein, ist sie nicht. Das ist die 119. Ja. 119. So. Der Versatz ist erstmal die Sache. Wie weit? Nicht 2,5 machen. Radius 6, Intensität 2. Ja. Vielleicht den Versatz sogar noch ein bisschen höher. Was? So, was war jetzt hier? 3 Meter. Ja. So. Eckleuchte 120 Farbe. So. Intensität auf 2. Versatz auf 2,5 und dann 3, nee, 4. 4,25. Schauen wir mal. Radius 5. Nein, 6. Das ist nicht mittig. Warte mal. 5.
5 wäre bis hier. Hier ist 2,5. Ich muss 1,25 draufsetzen, ne? Ja. Das sind dann 3,75. Ja, 3,75. Schauen wir mal. 3,75. So, das sieht besser aus, ja. Okay. So, und die beiden, die werden jetzt anders gemacht. Da haben wir jetzt wieder weniger. Eckleuchte 21, 22. Versatz, erstmal Intensität. So, Versatz um 2,5 wäre da. Ja, 2,5. Intensität auf 5. Würde ich sogar ein bisschen weniger als 2,5 machen können. Also ich könnte eigentlich auch, glaube ich, nur mit 2 arbeiten. Schauen wir mal, wie das mit 2 aussieht. Ist besser. Ist besser so. So. Mal ein bisschen überlegen, wie ich weitermache. So. Der Versatz geht ja gerade nach vorne weg. Also da lang. Nee, falsch gedreht. So drehen. Immer ein bisschen schwierig, ja. Wie man das gestaltet. So, wenn wir erstmal die Eckleuchten, die wir schon haben hier, erstmal alle Namen geben. Das sind jetzt die letzten vier hier ab 123, aber die anderen kriegen jetzt erstmal einen Namen. Dann haben wir hier nämlich nicht alle immer dabei, weil die sind jetzt ja schon, upsala, ne. Die sind ja jetzt schon eingestellt. Ja, ihr seht, selbst die Beleuchtung dauert einen Moment. Da hast du völlig recht, aufs Smartphone. Energy low. So, das ist das Stichwort. Und ja, upsala. So geglitscht. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn er mögt, morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Verabschiede mich. Sage tschau, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.